Herzlich willkommen, Leute, zu einer weiteren Folge Dead by Daylight. Warum spielen wir eigentlich immer die Cold Wind Farm? So, wir haben einen Killer mit Seilen. Ich habe immer noch keine Ahnung, wer das ist. Den Geist, die Krankenschwester, die erkenne ich. Das ist doch bestimmt der Geist. Weil Geister assoziiert man mit Seilen. Das weiß doch jeder. So, haben wir direkt mal einen Haken abgehangen. Flupp! Wichtig, sage ich euch. Habt ihr eigentlich mal wieder Bock, dass ich mit anderen Leuten spiele? Das müsste ich aber irgendwie früh genug wissen. Das glaube ich gar nicht. Ich glaube, ich kann das gar nicht früh genug wissen, wenn die Folge hier online kommt. Das ist doof. Weil ich muss in der Zeit ja schon wieder aufgenommen haben. Aber vielleicht spiele ich dann mal wieder mit wem zusammen. Zu zweit. So wie ich mit Early gespielt hatte. Vielleicht sogar nochmal mit Early. Weil bei Dead by Daylight fandet ihr das ja alles ganz cool. Was mich sehr gefreut hat übrigens. Aha, der Killer ist das mit den Seilen. Also ein bisschen den Winkel in die Richtung halten. Da sehe ich ihn. Da verfolgt er jetzt erstmal wieder die anderen. Ich glaube, ich werde Kundran mal fragen. Oder Early, ob sie Lust haben, ein paar Folgen mit mir aufzunehmen. Dann habt ihr auch wieder ein bisschen Abwechslung. Ich glaube, das mache ich. Entschuldigung. Da wollte ich gerade mal sagen. Und verschluckt mich. Obwohl ich sagen muss, dass ich Dead by Daylight, wenn ich alleine spiele, es hört sich vielleicht nicht so an, anhand meiner Stimme oder so, sehr, sehr spannend finde und alleine sehr viel Spaß dran habe. Oh, da hätte er mich fast gesehen. Der Winkel von dem, den er sieht, muss echt gering sein. Was ist mit dem? Ey, warum ist der Haken hier wieder zurückgegangen? Ich war schon viel weiter. Und warum nervt er mich immer wieder? Er kommt immer wieder zurück. Und flupp. Hat er die Falle hier wieder mitgenommen?
Der Haken geht noch. So, wo ist dann der nächste Ausgang? Aber ich glaube, so ein, zwei Ründchen mit wem anders sind bestimmt auch mal eine schöne Abwechslung. Ich hoffe, da habt ihr Bock drauf. Ich habe Angst, dass euch das zu langweilig ist. Ich rede zu wenig. Ich bin vom Rang her nicht hoch genug, dass es spannend ist. Ihr seht ja den Fortschritt. Es dauert halt wieder, bis ich vom Rang her unten bin. Und ich habe Schiss, dass ihr Bock auf Dead by Daylight habt, aber ich es nicht so richtig rüberbringen kann, obwohl ich halt selber richtig Bock zum Aufnehmen habe. Deswegen halt schaue ich, dass ich jetzt vielleicht mal wieder mit wem aufnehme, damit wir ein paar mehr Gespräche haben und, vielleicht sogar, wenn der Dead by Daylight noch gar nicht so viel gespielt hat. Wir schauen mal, was wir da so machen können. Machen wir noch einen Generator an. Die liegt doch nicht mal richtig. Sind beide auf der anderen Seite rausgegangen. Glaube aber, das heißt dann auch, dass er da ist. Bevor er jetzt wieder disconnected, hau ich auch ab. Ach, wegen dem Disconnect bin ich jetzt echt wieder Rang 20 geworden. Krass. Na, der war leider nicht so gut. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Waren ein paar sehr lustige, ja, Jukes war es ja nicht, aber er war manchmal sehr blind gewesen. Ich hoffe trotzdem, dass ihr Spaß hattet und ich schaue, was ich fürs nächste Mal wieder vorbereiten kann. Wir schauen mal, dass wir hier noch ein paar billige Sachen eben kaufen. In der Hoffnung, dass die teuren kaputt gehen. Ja, ein Spiel müssen wir machen, dann haben wir endlich wieder ein neues Blutnetz. Bis dann, macht's gut, ciao!